Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute hier in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand oder im Livestream begrüßen zu dürfen. Als wir diese Veranstaltung geplant haben, haben wir nicht damit gerechnet, dass für den einen oder anderen von Ihnen die Anreise heute aufgrund der Sicherheitsbedingungen hier herum etwas kompliziert ist. Ich bitte dafür um Entschuldigung. Aber wie gesagt, als wir es geplant haben, war damit nicht zu rechnen. Elaine Kamerad und Laila Kiefel werden heute Abend über das Thema deutsche Widerstandskämpferinnen in Frankreich und aus französischer Sicht sprechen. Die beiden Kolleginnen, die ich hiermit ganz herzlich begrüßen möchte, werden auf die Geschichte und auf die lückenhafte Rezeption der deutschen Widerstandskämpferinnen in Frankreich eingehen. Dies ist zugleich eine Begleitveranstaltung zu der noch einige Tage laufenden Ausstellung Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus hier auf unserer Sonderausstellungsfläche. Wenn Sie die Ausstellung noch nicht gesehen haben sollten, kann ich sie Ihnen nur ans Herz legen. Ich möchte Ihnen die Beteiligten kurz vorstellen. Professor Dr. Elaine Kamerad, Jahrgang 1974, ist Professorin für deutsche Kulturgeschichte an der Universität Bordeaux-Montaigne. Sie ist spezialisiert auf den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, die Opposition in der Deutschen Demokratischen Republik sowie die Erinnerung an diese beiden Diktaturen. Seit einigen Jahren forscht und publiziert sie auch zu Frauen- und Genderfragen. Sie ist dem Hause seit langen Jahren gut verbunden. Laila Kiefel, Jahrgang 1995, ist Doktorandin an der Universität Bordeaux-Montaigne und an der Universität Konstanz und ist im Moment am Centre Marc Bloch hier in Berlin assoziiert. Sie forscht über die Rollen und Ideen der Frauen des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes, einer der wenigen deutschen Widerstandsgruppen gegen den Nationalsozialismus, die sowohl in Deutschland als auch im Exil tätig war. Und wenn wir bisher über die Männer im Internationalen Sozialistischen Kampfbund wenig gewusst haben, so wussten wir über die Frauen noch weniger. Und insofern wird Frau Kiefel hier eine ganz entscheidende Lücke schließen. Denn ein Drittel der im Internationalen Sozialistischen Kampfbund Beteiligten waren Frauen. Das ist ein sehr hoher Anteil für sozialistische Widerstandsgruppen. Dieses, meine Damen und Herren, nur als kurze Einführung. Und dann darf ich Sie, liebe Frau Kamerad, nach vorne bitten. Vielen Dank. Guten Abend. Also wir freuen uns sehr, Frau Laila Kiefel und ich, heute Abend von Ihnen reden zu dürfen und bedanken uns recht herzlich bei der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, bei ihrem Leiter Johannes Tuchel und bei den Kolleginnen, die das Projekt Frauen im Widerstand geleitet haben. Der Titel unseres Beitrages ist vielleicht ein wenig überheblich. Leider werden wir in der heutigen Sitzung nicht von allen deutschen oder deutschsprachigen Widerstandskämpferinnen, die in Frankreich Widerstand geleistet haben, sprechen können. Und zudem gibt es natürlich nicht nur eine einzige oder einheitliche französische Sicht der Dinge. Aber wir werden versuchen, Ihnen Informationen und Denkanstöße zu liefern. Ich werde also als Erster von uns beiden über die französische Perspektive sprechen. Das heißt, ich werde über den diesbezüglichen Mangel an Kenntnissen in der französischen Gesellschaft einerseits und die Lücken in der französischen Historiografie andererseits sprechen, um Ihnen dann von einem Buchprojekt mit 9 Frauenbiografien zu berichten, das im Februar 2025 in Frankreich erscheint. Nach einer kurzen Einführung über die Vielfalt der Aktionen und Handlungsspielräume von deutschen Frauen im Widerstand in Frankreich werde ich Laila Kiefel das Wort übergeben, die Ihnen Beispiele von dem Internationalen Sozialistischen Kampfbund vorführen wird. Bevor wir aber zur Frage kommen, was die französische Gesellschaft über die Widerstandskämpferinnen weiß, muss man sich erst die Frage stellen, was sie überhaupt vom deutschen Widerstand kennt
und sie kennt sehr wenig. Wenn eine Figur bekannt ist, dann ist es Sophie Scholl, die quasi das einzige Objekt der Rezeption ist. Und das wäre heute mein erster Punkt. Ich habe den Titel hier vergessen. Sophie Scholl ist und bleibt die Figur, die das ganze Licht auf sich zieht und die anderen Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen im Schatten der Rezeption lässt. Stauffenberg ist eventuell den Geschichtslehrerinnen bekannt. Sophie Scholl gilt als eine Art Verkörperung des deutschen Widerstandes, wie ein Symbol, ohne dass man sich wirklich für ihre Person interessiert. Sie wird dabei schon als Jugendliche wahrgenommen, also dem Jugendwiderstand zugeordnet, aber nicht wirklich als junges Mädchen oder als Frau. Dieses Phänomen stellt man in relativ vielen Ländern fest. Sophie Scholl bietet eine breite Identifikationsfläche, worauf man alles Mögliche projizieren kann. Warum ist sie in Frankreich so bekannt? Grund dafür ist ursprünglich der Erlebnisbericht der Schwester Inge Scholl, die Weiße Rose, der in der BRD 1953 erschienen ist und in Frankreich gleich 1955 übersetzt wurde. Seitdem ist das Buch ständig wieder auferlegt worden und verkauft sich heute in Frankreich als Taschenbuch zum Preis von 6,90 Euro. Das Buch wird in Schulen gelesen, Schüler und Schülerinnen halten Referate über die Weiße Rose und benutzen dieses Buch als Quelle. Es gibt viele solche Schulprojekte online. Zwei deutsche Filme über die Weiße Rosen kamen auch in Frankreich mit französischer Untertitelung auf die Leinwand und haben zur Mediatisierung dieser Figur beigetragen. 1982 die Weiße Rose von Michael Verhoeven und 2006 Sophie Scholl, die letzten Tage von Marc Rotemund. Auch existiert in Frankreich eine Comicbiografie über Sophie Scholl, allerdings eine sehr schlechte, die von französischen Autoren publiziert wurde. Noch letzte Woche gab es auf dem sozialen Medium Twitch vor tausende Zuschauer und Zuschauerinnen ein Gespräch über den Nationalsozialismus. Und als der französische Kollege die Zuschauer und Zuschauerinnen nach den Namen eines deutschen Widerstandskämpfers fragte, kam ein Dutzendmal der Name Sophie Scholl dabei heraus, ungefähr dreimal Stauffenberg und einmal Georg Elser. Sophie Scholl bleibt also diese Figur, diese wichtige und zentrale Figur. Wie ist es nun auf der Seite der französischen Geschichtsforschung? Das wäre mein zweiter Punkt. Die Forschung zum deutschen Widerstand ist in Frankreich relativ jung. Die ersten Studien kommen erst am Ende der 90er Jahre heraus. Es gibt mehrere Gründe dafür. Der Resistance-Mythos, nachdem alle Franzosen Widerstand geleistet hätten, ein Mythos, der unter Einfluss sowohl der Gaullisten als auch der Kommunisten gleich nach der Befreiung 1944 in Umlauf gebracht wird und sich bis in die späten 80er Jahre hartnäckig hält, bietet ein schwarz-weiß Bild, das keinen Raum für die Idee des deutschen oder eines deutschen Widerstandes lässt. Dasselbe gilt für die Thematik der Ausländer in der französischen Resistance, die damals nicht berücksichtigt wird. Die Dinge ändern sich langsam ab den 70er Jahren, aber die klare Zäsur in der Erinnerungspolitik in Frankreich bildet erst 1959 eine Rede des damaligen Staatspräsidenten Jacques Chirac, der die Verantwortung der französischen Regierung für die Deportation der Juden endgültig anerkennt und den Weg für differenzierte Geschichtsbilder eröffnet. Die Rezeption des deutschen Widerstandes in Frankreich verdanken wir Germanisten und Germanistinnen und Historiker und Historikerinnen, die in den 90er Jahren mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand zusammengearbeitet haben oder sich zumindest von deren Forschungen inspirieren ließen. Eine erste Tagung fand 1995 in Paris statt und
Und unter den 15 Beiträgen, die veröffentlicht wurden, widmete sich der von der deutschen Historikerin Christel Wickert dem Widerstand von Frauen. Es handelte sich dabei um eine gekürzte Version eines Textes, der kurz davor in Deutschland erschienen war. Dieser Beitrag bleibt lange der einzige verfügbare französische Text über deutsche Widerstandskämpferinnen. Die Studie zum deutschen Widerstand, die nach 1995, also nach dieser Tagung, publiziert werden, erwähnen die Rollen der Frauen im Widerstand nicht. Da gebe ich Ihnen eine Auswahl, sowohl Sammelbücher als auch Monographien. Das Buch von Gilbert Badia, das dritte aus dem Jahr 2000, ist das Standardwerk. Ich zähle mich auch darunter mit meiner eigenen Dissertation. Es ist das vierte Buch, die 2003 verteidigt und 2007 publiziert wurde und die ebenfalls von dem genannten Blindenfleck zeugt. Die einzige Ausnahme bildet damals der Germanist Gilbert Badia, Professor an der Universität in Paris, ein ehemaliger Widerstandskämpfer in den kommunistischen Reihen, der in seinem Werk einige deutsche Widerstandskämpferinnen erwähnt, über 5 Seiten, angelehnt an Christel Wickert, und dabei betont, dass, ich zitiere, sie von der Forschung total ignoriert wurde und heute, also sprich 2000, noch sehr unterschätzt werden. Bescheidene Anstöße gab es trotzdem in den Jahren um die Jahrhundertwende durch die deutsch-französische Perspektive. Mechthild Gilsmer schrieb über die Internierung ausländischer, also auch deutschsprachigen Frauen in Frankreich während des Krieges, ganz links. Barbara Vormeyer untersuchte 2001 im Rahmen einer deutsch-französischen Tagung, die übrigens von der Gedenkstätte unterstützt wurde oder die sogar an der Gedenkstätte stattgefunden hatte, die Aktionen von deutschsprachigen Widerstandskämpferinnen in Frankreich, hier in der Mitte. Und schließlich widmete sich Corinna von List 2010 nicht französischen Widerstandskämpferinnen, die in Frankreich aktiv waren. Diese deutsche Dissertation wurde 2012 ins Französische übersetzt. Aber mehr gibt es auf Französisch nicht zu lesen. Dieser blinde Fleck ist umso erstaunlicher, als sich die französische Forschung mit der Entwicklung der Women's Studies im Laufe der 80er Jahre immer mehr für die Rolle der Frauen in der französischen Resistance interessierte. Und dieses, wenn auch bescheidene Interesse, ließ ihm Folgende nicht mehr nach. Dies bezeugen zum Beispiel die Forschungen von Françoise Thébault, Christine Lévi-Stouzet, später Karine Latour-Astol, Laurent Douzou oder heute Guillaume Pollack. Und im Bereich kulturelle Erzeugnisse gibt es auch Beispiele mit Filme und Comic. Die schon erwähnte französische Comic-Biografie über Sophie Scholl erschien 2014 in der Reihe Frauen im Widerstand. Ja. Also es gab da 4, 5 Frauen, die vorgestellt wurden. Auch in der Erinnerungspolitik gab es Zeichen. 2015 wurden erneut 4 Widerstandskämpfer und Kämpferinnen ins Pariser Pantheon aufgenommen, darunter 2 Männer und 2 Frauen. Die Frauen waren Germaine Tillion und Germaine de Gaulle-Antonioz. 2051, und das ist 21, Entschuldigung, und das ist das Bild, das wir jetzt sehen, wird dann auch Josephine Baker ins Pantheon überführt. Sie war seit 1937 französische Staatsbürgerin und im Widerstand aktiv. Die Unsichtbarkeit der Frauen im deutschen Widerstand veranlasste mich dazu, mögliche Ursachen dafür zu untersuchen und dank der Genderforschung neue Wege der Forschung zu beschreiten, Entschuldigung, die ich in 2 Veröffentlichungen vorgestellt habe. Trotzdem
war es eine ganz große Überraschung, als ein französischer Verlag mich darum bat, ein Buch über Frauen im deutschen Widerstand zu schreiben, das an sich an ein breites Publikum richten sollte. Die Frage stellte sich also für mich, und das ist mein dritter und letzter Punkt, wie ich den Franzosen, die Frauen im deutschen Widerstand und dadurch natürlich den deutschen Widerstand im Allgemeinen näher bringen konnte. Das Buch erscheint also im Februar im Verlag Nouveau Monde. Der biografische Ansatz, der hier in der Ausstellung Frauen im Widerstand auch bevorzugt wurde, wurde vom Verlag empfohlen. Die Biografien, vor allem wenn man mehrere präsentiert, ermöglichen es, individuelle Wege, Entscheidungen oder Handlungen zu beschreiben und sie gleichzeitig in größeren Zusammenhängen darzustellen, in bestimmten sozialen, konfessionellen oder politischen Milieus, innerhalb einer bestimmten Generation oder in einem bestimmten Ort, sei es zum Beispiel in der Großstadt, auf dem Land oder im Lager. Die Auswahl betraf schließlich nur 9 Frauen, was relativ gering erscheinen mag, aber jede Biografie wurde zum Anlass, die Geschichte von Weggefährtinnen, Familienangehörigen oder vergleichbare Widerstandskämpferinnen zu erwähnen, sodass man im Gesamtbild schon den Eindruck von einem ganzen Chor widerständiger Frauen bekommt. Das war zumindest meine Absicht. Um die Unsichtbarkeit und das übliche Nicht-Erwähnen von Frauen und Frauennamen zu bekämpfen, habe ich auf einen Namenregister bestanden, das es möglich macht, die Wege von nur am Rand erwähnten Frauen durch mehrere Biografien hindurch zu verfolgen. Hier sehen Sie eine Auswahl aller Frauennamen von A bis D im Namenregister. Es werden hier natürlich nicht nur Widerstandskämpferinnen erwähnt. Und hier sehen Sie das Inhaltsverzeichnis in der deutschen Übersetzung. Bei der Auswahl der Biografien habe ich versucht, an in Frankreich bekannte Figuren oder Ereignisse anzuknüpfen. Deshalb zählt Sophie Scholl zu den 9 Frauen. Das ist die Arte-Biografie. Das Attentat vom 20. Juli 1944, das auch meistens bekannt ist, wird in mehreren Biografien als Ereignis erwähnt, aber vor allem in denen von Käthe Kern und Freya von Moltke. Der Widerstand im französischen Exil wird im Zusammenhang mit Nora Block dargestellt. Das Frauenlager Ravensbrück ist vielen Franzosen auch ein Begriff, da auch französische Kämpferinnen dort interniert wurden. Es wird im Rahmen der Biografie von Käthe Jakob erwähnt. Und die Auszeichnung zum Gerechten unter den Nationen ist in Frankreich auch ein Begriff. Deshalb erscheint sie im Titel bei Elisabeth Schmitz. Diese Auswahl, die ich übrigens mit der Unterstützung der Kollegen und Kolleginnen der Gedenkstätten getroffen habe, enthält Generationsunterschiede. Elisabeth Schmitz und Nora Block sind am Ende des 19. Jahrhunderts geboren, während Cato Bonnches-Wandbeck, Sophie Scholl und Inge Deutsch-Krohn in den 20er Jahren zur Welt kommen. Diese Auswahl umfasst auch eine Vielzahl des politischen und sozialen Milieus. Nur als Beispiel kann man Käthe Jakob erwähnen, die im Kölner Arbeiterviertel geboren ist, während Freya von Moltke aus einer der reichsten Familien dieser Stadt kommt. Die Auswahl gibt auch eine konfessionelle Vielfalt. Vor allem war es mir wichtig, die Besonderheiten des Widerstandes von Frauen zu veranschaulichen. Viele von ihnen bekämpfen das Regime politisch und ideologisch, so etwa Nora Block, Käthe Jakob, Käthe Kern, Hilde Radusch, Freya von Moltke oder auch Cato Bonnches-Wandbeck und Sophie Scholl. Aber ihre Aktionen ermöglichen es auch, die Aufmerksamkeit auf die materielle Geschichte des Widerstandes zu lenken. Beschaffung von Papier und Umschlägen,
Abtippen von Protokollen, Verstecken von gefährlichem Material, Verteilen von Flugblättern und Arbeit als Kuriererin. Ohne das, was die Franzosen die kleinen Hände, les petites mains der Frauen nennen, also ohne den Einsatz der Frauen bei der Erledigung zahlreicher materieller Aufgaben, hätte es den politischen Widerstand nicht gegeben. Viele widmen sich auch der Hilfe für Verfolgte und leisten Widerstand an der Haustür, wie der Historiker Laurent Douzou sagte, indem sie Menschen in ihrer Wohnung, ihrer Gartenlaube und ihrem Arbeitslokal verstecken und versorgen. Viel mehr möchte ich nicht dazu sagen, da Laila Kifel auch solche Widerstandsformen ganz genau darstellen wird. Noch möchte ich aber die Rolle der Frauen in der Nachkriegszeit erwähnen. Da sie von der politischen Justiz und der politischen Polizei meistens unterschätzt wurden, überlebten relativ viele von ihnen. So konnte sie dann eine entscheidende Rolle in der Erinnerung an den deutschen Widerstand spielen, was das Buch auch beschreibt, ja? Also die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Nun möchte ich Laila Kifel das Wort übergeben. Einführen zu ihrer Thematik kann man kurz sagen, dass es relativ viele deutsche und österreichische Frauen im Widerstand in Frankreich gab. Ein Unterschied ist aber zu machen zwischen den Frauen, die in der französischen Résistance aktiv waren, so etwa in der TA oder in der Calpo-Bewegung, also in den Reihen der französischen kommunistischen Partei oder mit, in Zusammenarbeit mit der französischen kommunistischen Partei, und denjenigen, die in Frankreich im Exil Widerstand geleistet haben, nicht unbedingt in Verbindung mit der französischen Résistance, und das betrifft die Frauen der ISK. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank auch von mir. Also ich möchte mit diesem Vortrag einen Einblick in einen Teil meiner Dissertation geben. Am Beispiel des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes möchte ich zeigen, wie das französische Exil die Widerstandsarbeit der Frauen dieser Gruppe beeinflusst hat. Kein anderes Land nahm in den ersten Jahren der nationalsozialistischen Diktatur so viele deutsche Emigranten und Emigrantinnen auf als Frankreich. Mai 1933 waren 4.000 Deutsche in Frankreich, Ende des gleichen Jahres ca. 25.000. Es handelte sich hauptsächlich um Juden und Jüdinnen. Ein großer Teil stammte aus der oberen Mittelklasse. Und über ein Viertel waren Künstler und Künstlerinnen, Intellektuelle, Studierende und Freiberufler. Nur weniger als 2% Arbeiter und Arbeiterinnen. In diesem Vortrag werden die Frauen in Betracht gezogen, die vorwiegend wegen ihres politischen Engagements auswanderten. Was aber nicht heißt, dass sie auch nicht rassisch verfolgt wurden. Erst möchte ich den ISK ISK kurz vorstellen, dann auf die administrative und materielle Lage für die geflüchteten Deutschen in Frankreich eingehen. Und daraufhin werde ich die Rollen der ISK-Frauen im Pariser Exil und zuletzt ihr Schicksal nach dem Kriegsausbruch darlegen. Der ISK wurde 1926 als sozialistische Splitterpartei gegründet, nachdem sein Vorgänger, der IJB, ein Jugendbund, aus der SPD ausgeschlossen wurde. Kopf dieser Organisation war der Philosoph Leonard Nelson, der aber schon im Jahre 1927 starb. Die Leitung übernahmen daraufhin sein ehemaliger Sekretär Willy Eichler und seine engste Mitarbeiterin und auch Mitbegründerin der Bünde, Minna Specht.
Die Ideen des Göttinger Philosophen blieben allerdings wichtige Leitmotive dieser sektiererischen Partei. Das Ziel war es, vorbildliche und vernünftige sozialistische Funktionäre und Funktionärinnen auszubilden, die gegen die Ausbeutung der Gesellschaft kämpften, indem sie die Ethik und das Recht vor ihre privaten Interessen gelten ließen. Kurz, so sagten sie, eine Partei der Vernunft. Minna Specht leitete zwischen 1924 und 1933 das Landerziehungsheim Walkemühle bei Kassel mit einer Kindergruppe und einer Erwachsenenabteilung, die zu diesen Zwecken auch ausgebildet wurde. Mitglieder mussten sogenannten Mindestforderungen folgen, zum Beispiel vegetarisch essen, auf Alkohol- und Tabakkonsum verzichten, aus der Kirche austreten und Gewerkschaftsmitglied sein, unter anderem. Es handelte sich um eine durchaus gebildete Gruppe. Im Jahre 1929 waren 2/3 der Mitglieder zwischen 18 und 30 Jahre alt und nur 7% ungelernte Arbeiter und Arbeiterinnen. Rund 1/3 Frauen von ca. 200 bis 300 Mitgliedern waren im ISK aktiv, ein sehr hoher Anteil, wie schon erwähnt wurde, für eine sozialistische Partei. Sie bekleideten auch wichtige Rollen, zum Beispiel als Ortsgruppenleiterin, und 1/3 der Funktionäre waren auch Frauen. Der ISK widmete sich schon vor der verhängnisvollen Reichstagswahl von September 1930 der Bekämpfung der NSDAP. Hauptmittel dieser Bekämpfung waren die publizistischen Tätigkeiten des ISK, der selbst verschiedene Zeitungen, Flugblätter, Essays und andere Schriften herausgab. Im Jahre 1933 wurde der Widerstand organisiert und auch eine Vernetzung des Pariser Exils und der sogenannten illegalen Gruppen im Dritten Reich zustande gebracht. Außerdem gab es Kontakte zu Dänemark, weil Minna Specht dort Schulen gründete, um Kinder von Verfolgten aufzunehmen. Eine kleine Gruppe setzte auch die Arbeit in London fort, wo sich ab 1940 dann der Hauptsitz des ISK etablierte. Die Ziele der Arbeit in Paris waren die Herausgabe von Schriften und Broschüren. Die einen wurden illegal in Deutschland verbreitet, die anderen in Frankreich, aber auch eigentlich in der ganzen Welt verbreitet. Außerdem mussten Verfolgten geholfen werden. Dafür wurden auch Beziehungen zur Unterbringung und zur Papierbeschaffung gepflegt. Der Kontakt mit Deutschland musste ebenfalls unterhalten werden und es gab Einigungsbestrebungen innerhalb der deutschen Emigration, die aber wirklich in London während des Krieges gelangen. Zwischen 1933 und 1940 waren insgesamt 29 ISK-Mitglieder im Pariser Exil, darunter 15 Frauen. Also gab es in Frankreich einen höheren Anteil an Frauen, als es während der Weimarer Republik der Fall war. Etwa die Hälfte der Mitglieder waren illegal eingereist. 1933 flohen ISK-Mitglieder Deutschland, weil sie politisch verfolgt wurden, auch die Juden und Jüdinnen. Sie waren noch in dem Glauben, dass nur politisch aktive Juden in Deutschland gefährdet seien. Das wird zum Beispiel deutlich bei Nora Block, die Rechtsanwältin, die auch in Hélènes Buch vorkommt, die noch vor Ostern 1933 nach Paris emigrierte. Und sie schlug einer in Paris kennengelernten deutschen Jüdin vor, die kein Französisch sprach, nach Deutschland zurückzukehren. Warum haben Sie Frankreich als Ziel gewählt und welche Bedingungen gab es in diesem Land? Forscher und Forscherinnen haben versucht, die Wahl dieses Ziellandes zu verstehen. Frankreich galt für Deutsche und auch für Juden und Jüdinnen wegen der im 19. Jahrhundert geltenden Asylpolitik eigentlich als gastfreundlich. Um 1933 war dies auch noch der Fall, aber nachdem die Anfrage an Visen rasch stieg, Anstieg wurden sie spärlicher und für einen kürzeren Zeitraum vergeben.
Wollte man länger als 2 Monate bleiben, musste man in den 8 Tagen nach der Ankunft eine Carte d'identité beantragen, die 2 Jahre lang gültig war. Viele wurden aber ausgewiesen. Durch die Gründung eines Hochkommissariats für deutsche Flüchtlinge in Lausanne im Oktober 1933 und dann auch die internationale Konferenz in Genf im Juli 1936 wurde zwar ein internationaler Status für deutsche Flüchtende gegründet, aber es blieben noch viele Fragen offen. Es wurden weder die Probleme der staatenlosen Flüchtenden aus Deutschland noch die Abschiebungen oder die Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitsgenehmigungen geregelt. Diese administrativen Schwierigkeiten werden auch von Willi Eichler in einem zusammenfassenden Dokument der ISK-Arbeit aus dem Jahre 1942 beschrieben. Er schreibt, ein gewisses Handicap für unsere Arbeit zeigte sich sofort. Niemand hatte damals gern, dass deutsche Immigranten sich politisch betätigten. Außerdem war es verboten, dass sie einer Berufsarbeit nachgingen. Schließlich aber sollten sie auch nicht ihren Lebensunterhalt zusammenstehlen. Das heißt, wir brauchten ein ganzes Netz von Ausreden und Vertuschungsmanövern gegenüber den französischen Behörden selber. Was hier interessant ist, ist, dass also zwar kann man natürlich die Bedingungen der politischen Arbeit in Frankreich und in Deutschland zu dieser Zeit nicht vergleichen, aber selbst im Exil mussten sich Frauen und Männer in einem gewissen Maßen wie im Untergrund verhalten. Man liest hier auch heraus, dass die materielle Lage sehr prekär war für die Emigranten und Emigrantinnen. Anna Bayer erinnert sich in ihrer Autobiografie an die Gemeinschaftswohnung des ISK, die sich 16 Rue du Général Malzer befand, im Süden von Paris. Die Wohnung in Porte-Saint-Cloud war auch Anlaufstelle für Erna Blenke aus Hannover. Sie gehörte zu den führenden Frauen des ISK. In unserer Gemeinschaftswohnung waren alle Betten belegt, so mussten wir uns für einige Zeit mein Bett teilen. Viele Jahre danach hat sie mir immer wieder erklärt, wie tief sie diese Gastfreundschaft berührt hat. Einerseits waren die materiellen Bedingungen sowieso schon sehr schlecht und hinzu kam, dass immer mehr Verfolgte auch nach Frankreich ausreisten, die aufgenommen werden mussten. Andererseits zeigt dieses Zitat aber auch, dass es eine große Solidarität innerhalb der Gruppe gab. Diese komplizierten administrativen, aber auch materiellen Bedingungen findet man in zahlreichen Berichten von Intellektuellen und auch Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die zu dieser Zeit in Frankreich emigrierten. Worauf sie auch eingehen, ist die Isolierung, die noch größer war, wenn man nicht Französisch konnte. Isolierung betraf die ISK-Mitglieder etwas weniger, weil sie eine Gruppe waren, eine Gruppe, die sich schon davor kannte. Ich habe schon von einer gewissen Solidarität gesprochen. Und im Nachhinein berichteten die Pariser Emigranten und Emigrantinnen auch von diesen engen Arbeitsbeziehungen und einem schönen Gemeinschaftsgefühl, das es in Paris gab. Außerdem war Frankreich kein unbekanntes Land für den ISK. Noch vor 1933 versuchte die Gruppe, Kontakte zu knüpfen. Es war unter anderem Gerhard Kuhmlebens Aufgabe, eine ISK-Gruppe in Paris aufzubauen, was ihm zwar nicht ganz gelang, doch waren beispielsweise schon Anfang der 30er Jahre 2 französische Mitglieder im ISK, André Paris und Hélène Perret. Und er kam, also André Paris, wer so gab, in Braunschweig 1931 bei der Generalversammlung des ISK, um über Frankreich zu berichten. Auch Hilde Meisel, Hilda Monte, war 1932 Korrespondentin der ISK-Tageszeitung Der Funke in Paris und Emmy Volkmann kam 1933 hinzu, um die Arbeit für die Zeitung zu unterstützen. Und sie konnte tatsächlich auch sehr gut Französisch, so wie Eva Lewinsky zum Beispiel, auf der ich auch noch eingehen werde. Hatten ISK-Mitglieder in dem Fall also einen besseren und erfolgreicheren Kontakt mit Franzosen und Französinnen, als es die meisten Intellektuellen und SchriftstellerInnen beschreiben oder auch Politiker und Politikerinnen. Anfangs schien es doch schwierig zu sein, wie es in Eichlers Bericht zu lesen ist. Er schreibt,
Auch gegenüber den französischen Linken waren wir in einer schwierigen Situation. Es war damals noch eine Zeit, in der innerhalb der sozialistischen Bewegung Frankreichs wie auch Englands eine gewisse Appeasement-Stimmung herrschte. Und man glaubte nicht unseren Versicherungen, dass Hitler den Krieg vorbereitete. Das ging so weit, dass wir gelegentlich als ganz gewöhnliche Kriegshetzer bezeichnet wurden. Also es bestand ein Kontakt. Das Problem lag eher an den Themen, also weil genau die Anstrengungen vom ISK zwischen 1933 und 1939, und sie waren nicht die einzigen, bezogen sich tatsächlich auf die Warnung vor einem Krieg. 1936 beispielsweise wurde die Broschüre Les ouvriers devant la guerre, die Arbeiter vor dem Krieg, vom ISK herausgegeben. Allerdings soll die langjährige Arbeit doch etwas gebracht haben. Er schreibt weiterhin, wir haben einige ernsthafte französische Genossen so für unsere Arbeit interessiert, dass sie uns auch heute bei der Lösung unserer besonderen Aufgaben eifrig unterstützen. Und vielleicht spricht er damit von Gaby Cordier, eine Französin, von der ich leider noch kein Bild gefunden habe, die nach 1933 Mitglied des ISK wurde und die während der ganzen Kriegszeit Kurierin war, Deutsche in Sicherheit brachte, Informationen für den ISK aus Frankreich sammelte und auch im engen Kontakt war mit der französischen Resistance. Welche Rollen hatten also die Frauen im französischen Exil? Also hier lautet meine These, dass 1933 besonders für die Frauen einen großen Bruch waren für die ISK-Arbeit. Weil also 1933 war für den ISK sonst nicht auf allen Ebenen ein Bruch. Seit 1930 wurde schon gegen die NSDAP, also sie wurde schon bekämpft, aufgrund der repressiven Polizei und der Zensur auch während der Weimarer Republik waren die Vorschriften bereits denen des Untergrunds sehr ähnlich. Aber von den circa 6 Ortsgruppenleiterinnen von 15 Gruppen vor 1933 gab es dann nur noch 3 Ortsgruppenleiterinnen. Erna Blenker in Hannover, Erna Mroos in Hamburg und Rose Gerisch in Magdeburg. Auch wurden wenige Aufsätze von ihnen in Presseorganen des ISK, der Sozialistischen Warte, veröffentlicht im Pariser Exil. Erst ab 1936 übernahmen die ISK-Frauen wieder wichtigere Rollen, hauptsächlich auch, weil die Männer fehlten. Also das Büro der ISK-Gruppe in Paris waren Willi Eichler, Paul Stampfurt und auch diese 3 Frauen, die Sie hier sehen, Eva Lewinsky, Hanna Fortmüller und Anna Bayer. Und ja, sie haben etwa eine unsichtbare Rolle gehabt, wenn man bei Anna Bayer nachliest. Ja, sie schreibt, die wenigen Stunden ohne Schreibarbeit, ohne Haushaltsführung, ohne organisatorische Tätigkeiten verbrachte ich im Louvre und bei den Bouquinisten. Das heißt, dass sie wirklich damit sehr viel Zeit brachte. Und sie hat zum Beispiel auch das ISK-Archiv, wofür ich sehr dankbar bin, das aus Deutschland über die Schweiz geschmuggelt wurde, sortiert. Erst nachdem Willi Eichler und Paul Stampfurt dann im April 1938 aus Paris ausgewiesen wurden, übernahmen nur Frauen die Leitung der wichtigsten ISK-Gruppe. Hanna Fortmüller und Eva Lewinsky müssen aber unter den Sexismus anderer Pariser sozialistischen Exilgruppenmitglieder gelitten haben, in denen keine Frauen über die gleichen Verantwortungen verfügten. Das kann man in Werner Hansens Brief an Willi Eichler vom 7. Dezember 1938 herauslesen. Die MAG, also der ISK, ist gerade in der für die Immigration entscheidenden Stadt in ihren wichtigsten Funktionär und Funktionärinnen nur durch Frauen vertreten. Mögen sie noch so tüchtig sein. Leider ist es auch in der sozialistischen Bewegung und vor allem in der Gewerkschaftsbewegung noch so, dass sie doch nicht ganz vollgenommen werden. Tatsächlich findet man Briefe an Willi Eichler, zum Beispiel vom Sympathisanten Kurt Hiller,
einem von der NS verfolgten sozialistischen Autoren, der sich Anfang 1940 beklagte, dass er mit einem Typen der ISK-Frauen nicht auskäme, woran der ISK auch leide. Die Folge reichen leider weit ins Geistige und Politische hinein. Schade, schade, dreimal schade, dass die sozialistische Warte statt in Paris jetzt nicht in London hergestellt wird. Willi Eichler war zu diesem Zeitpunkt schon in London eingetroffen. Also waren die Rollen vielleicht weniger unsichtbar ab 1938 als auch unerwünscht. Die Frauen vertraten sehr wenig den ISK in der Zusammenarbeit mit anderen deutschen sozialistischen Exilgruppen, was auch in England nach Kriegsausbruch so blieb. Während der Weimarer Republik schrieben viele Frauen des ISK für die verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen, die von der Gruppe herausgegeben wurden. Sie konnten sich auch die Themen aussuchen, worüber sie sich gerne äußern wollten. Diese Organe wurden noch vor dem 30. Januar 1933 verboten, also den Funken, den ich schon erwähnt habe, und auch die Monatszeitschrift ISK. Noch etwas, was für einen härteren Bruch für die Frauen in der politischen Arbeit spricht. In der sozialistischen Warte, dem neuen Pariser Exilorgan des ISK, erschienen im ersten Jahr, also in den 12 ersten Heften, nur 4 Artikel von 4 Frauen, 3 davon waren ISK-Mitglieder. Es ist aber ganz klar, dass Eva Lewinsky, Hanna Fortmüller und Erna Mroos auch die Redaktions- und die Verlagsarbeit von Eichler und auch einem anderen Mitglied, Erich Irmer, unterstützen. Erst ab Mitte 1936 erschienen wieder in jedem Heft Aufsätze von Redakteurinnen. Erwähnenswert ist noch die Zeitschrift Le Rappel, die 1938 9-mal erschien und die auf Französisch geschrieben wurde. Eva Lewinsky versteckt sich hinter dem Pseudonym Eau de Val und sie ist mit René Berthollet und Gerhard Kuhmleben vermutlich für die Herausgabe verantwortlich. Es ist deswegen auch interessant, weil es kaum deutsche Emigranten und Emigrantinnen gab, die auf Französisch publiziert haben und daher auch wirklich Kontakt mit Franzosen aufbauten. In einem Bericht von 1941 schreibt Erich Irmer über den französischen Verlag, der gegründet wurde, Les Éditions Nouvelles Internationales, den er für den ISK, also ja, in Paris gegründet hatte. Der Verlag hat den Beginn des Krieges überstanden, obwohl seine männlichen Mitarbeiter interniert wurden. Also die sozialistische Warte erschien weiter und auch ein Buch, Die Hölle sieht dich an, der Fall Litten. Frauen zu haben, die für die Gruppe gearbeitet haben, war also auch insofern wichtig, als sie später verhaftet wurden als die Männer. Und darauf werde ich noch zurückkommen. Ein anderer wichtiger Aspekt ist für die Rollen der Frauen im Widerstand, jedenfalls im ISK, war die Finanzierung. Die Finanzierung des ISK, des Widerstands und auch der Schulen lief hauptsächlich durch Darlehen und Spenden von Sympathisanten. Erwähnenswert sind unter anderem Max Wolf, Hermann Roos. Außerdem wurden die ISK-Mitglieder durch eine sehr präzise sogenannte Steuerordnung besteuert. Besonders in der Zeit des Widerstands setzten sich allerdings vor allem die Frauen ein, um die Arbeit zu finanzieren. Und das kann auch erklären, warum sie in den ersten Jahren des Exils, wie gesagt, weniger politisch aktiv waren und deshalb in den Quellen nicht mehr so sichtbar sind wie in der Zeit der Weimarer Republik. Es unterlag oft den Frauen im Exil, sich um das Verschaffen des Geldes, den Haushalt und die Sorgen des Alltags zu kümmern. Und so berichtete Anna Blenke rückblickend, ein großer Teil der Verantwortung für den Lebensunterhalt lastete auf den Frauen. Die Männer konnten häufig in ihren Berufen nicht arbeiten, da sie die Sprache noch nicht beherrschten und auch die fachlichen Voraussetzungen für die Berufstätigkeit im Ausland nicht mitbrachten. Viele Frauen haben im Haushalt arbeiten müssen. Ich machte das in Paris ebenfalls. Die ehemalige Lehrerin mit 2 Universitätsabschlüssen
scheint nicht in Frage zu stellen, dass hier die Frauen ihre Berufe nicht weiterhin ausüben konnten und ihre neue Arbeit genauso wenig ihren Kompetenzen und Abschlüssen würdig war. Außerdem hatte der ISK die Eröffnung ganz besonderer Betriebe gefördert. Es gab insgesamt 8 vegetarische Gaststätten, sogenannte Vegas, die von ISK-Mitgliedern gegründet wurden und deren Überschüsse dem ISK und der Widerstandsarbeit zukamen. In Berlin, zwar in Köln, in Hamburg und dann Amsterdam, Paris, London und noch eine in Frankfurt am Main. Gegründet wurden sie von eigenständigen Frauen, Anna Bayer zum Beispiel in Frankfurt am Main, Anna Kote in Hamburg, Elisabeth Deppe in Berlin oder auch von Paaren, das Ehepaar Vlies in Köln und dann in London und das Ehepaar Lewinsky in Paris. Aber die Arbeit wurde hauptsächlich von Frauen erledigt, sei es die Leitung und die Ausführungen in der Küche, das Einkaufen, das Planen der Menüs und so weiter. Und was besonders interessant ist, ist, dass mehrere Zeitzeugenberichte und Autobiografien darauf hinweisen, dass die Frauen diese Arbeit in den Vegas als politische Arbeit verstanden, weil sie den Widerstand finanzierten. Eine andere Funktion der Vegas war es auch natürlich, besonders den Frauen des ISK, aber auch den Männern einen Erwerb zu verschaffen. Die Pariser Vega, die ihr hier sehen könnt, eröffnete am 10. Oktober 1933, also schon sehr früh, im Boulevard Poissonnière. Es war ein sehr erfolgreiches Unternehmen und die Lewinskys mussten schnell den Raum vergrößern. Am Eröffnungsabend bedienten sie 50 Gäste. Ein paar Wochen später aßen jeden Tag 500 deutsche und auch französische Gäste im Restaurant Végétarien des Boulevards. Es wurden ca. 20 Personen eingestellt. Und die Hälfte waren vom ISK und auch illegal. Zuletzt muss man natürlich auch eine traditionelle und gefährliche Rolle von Frauen im Widerstand erwähnen, und zwar die der Kurierin. Vor dem Kriegsausbruch gab es noch relativ engen Kontakt zwischen den illegalen Gruppen in Deutschland und der ISK-Zentrale in Paris. Zum Beispiel fuhren Erna Blenke oder Anna Bayer mindestens 2-mal von Hannover und von Frankfurt am Main nach Paris, um die Arbeit zu besprechen und brachten auch illegales Material zurück nach Deutschland. Mit gültigem Pass und ohne Fahndungsaufruf schien es jedenfalls noch einfacher zu gehen als für Jüdinnen, zum Beispiel wie Hilde Meisel, die mit gefälschten Papieren die Grenzen überschritten. Auch Grete Herrmann ist hier erwähnenswert, die als Physikerin und Philosophin bei Werner Heisenberg in Leipzig arbeitete und sie nutzte ihre wissenschaftliche Tätigkeit, um innerhalb Deutschlands und in Dänemark und Frankreich unauffällig zu reisen. Natürlich muss man sagen, nach dem Kriegsausbruch wurden die Kontrollen verschärft und es war noch viel, viel komplizierter. Man muss aber auch natürlich es gab nicht nur Kurierinnen, es gab natürlich auch Kuriere und auch die enge Zusammenarbeit mit Edo Filmen und dem International Transport Federation. Dieses Netzwerk hat es auch geholfen, dem ISK Material über den Rhein einzuschleusen. Es gab ebenfalls Schulungskurse. Die Frauen, die während der Weimarer Republik pädagogisch aktiv waren, konnten diese Tätigkeit allmählich im Rahmen des ISK und der Widerstandsarbeit fortsetzen. Im Süden von Paris, in Brière-les-Célé, wurde auch ein langer Erziehungskurs von Juli bis September 1938 organisiert, den Hanna Berthollet aus Paris, Erna Blenke, die noch die gerade aus Hannover kam, und Edith Moore aus London zusammen gestalteten. Es gab Diskussionen über die politische Lage in Deutschland oder auch wie der ISK noch den Krieg verhindern könnte. Aber es gab auch
ein praktisches Training, damit als wichtig geltende Eigenschaften für Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen genau trainiert wurden, und zwar Initiative, Unabhängigkeit, Willenskraft und Verantwortungsbewusstsein. 8 Frauen und 3 Männer nahmen an den Kurs teil. Nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 und die darauffolgende Kriegserklärung von Frankreich und Großbritannien wurden noch in der Dritten Republik Frankreichs viele Deutsche interniert, aus Angst vor der sogenannten fünften Kolonne, also Spione. Erst wurden Frauen von den Festnahmen wenig betroffen, aber am 15. Mai 1940, also 5 Tage nach dem Anfang des Frankreichfeldzugs, mussten sich die Frauen deutscher Abstammung, so hieß es, die in Paris wohnten, in der Radsporthalle Veldive begeben. Der Veldive steht in der französischen Erinnerung als Symbol der Shoah und auch der Schuld des Vichy-Regimes. 1942 wurden von den französischen Behörden über 13.000 Juden und Jüdinnen festgenommen, bevor sie nach Auschwitz deportiert wurden. Aber 2 Jahre zuvor meldeten sich über 5.000 deutsche und österreichische Frauen und Kinder freiwillig am Veldiv, also ganz freiwillig auch nicht, weil sonst drohte eine Verhaftung. Aber was allerdings sicher ist, ist, dass sie nicht damit rechneten, dass sie in ein Lager deportiert werden würden, weil es doch ein gewisses Vertrauen noch gab in Frankreich und in ihren Behörden. Unter ihnen befanden sich 7 ISK-Frauen. Nach einigen Tagen wurden sie mit einem Zug ins Lager Gürs transportiert, wo vor allem spanische Republikaner interniert waren. Auf dem Weg dorthin erfuhren sie auch die Feindlichkeit der Franzosen gegenüber den Deutschen. Sie wurden beschimpft und mit Steinen beschmissen. Und die Lebensbedingungen waren im Lager natürlich auch schwierig. Hier ein Zitat aus Eva Lewinskis Tagebuch, das sie in Gürs führte. Es zeigt ihre optimistische Natur, aber auch wie hoffnungslos diese Zeit sein musste. Heute sehen die Baracken nicht ganz so grau aus wie sonst. Die vielen bunten Menschen, die umhersitzen und liegen oder vorbeigehen, alle heute etwas entspannt, die Traurigen bleiben in der Baracke, erwecken fast einen Eindruck von Unbekümmertheit. Aber nur für den, der nicht weit sieht. Hinter den Lachen auch der ganz jungen Mädchen liegt Sorge. Und bei den Älteren dringt das Lachen kaum durch. Und doch ist es heute erträglich. Die Menschen belasten nicht. Das Auge freut sich an vielen und wird versöhnt über die hässlichen Baracken und die schlimmeren Aborte. Die Isolierung vom Rest der Welt scheint das Schwierigste gewesen zu sein für die Frauen des ISK. Dennoch erfuhren sie, dass die deutschen Truppen näher rückten. Und die politisch und rassisch verfolgten deutschen Frauen wussten, dass sie im Lager nicht mehr sicher waren. Noch vor der Armistice des 22. Juli schafften es die ISK-Frauen, befreit zu werden. Ihre nächste Station war Montauban, wo viele andere deutsche Sozialisten und Kommunisten eintrafen. Um den 22. Juli wurden mehr als 3/4 der internierten Frauen befreit. Das heißt, sie wurden dann auch nicht mehr von den Nationalsozialisten wieder genau interniert. Als Schluss kann man sagen, dass fast alle ISK-Mitglieder, die in Frankreich Zuflucht gesucht hatten, noch entfliehen konnten. Viele nach Großbritannien, wo es schon eine gut organisierte ISK-Gruppe gab. Durch Eva Lewinskis Einsatz gelang es circa 10 ISK-Mitglieder auch in die USA. Die Schweiz wurde zum dritten Ziel für diejenigen, die keine Ausreise- oder Einreiseerlaubnisse bekamen. Meines Wissens sind nur Karl Heiden, ein ISK-Mitglied, der bei Bauern arbeitete, und Gabi Cordier, die ich schon erwähnt habe, die in der französischen Résistance aktiv war, haben den ganzen Krieg über in Frankreich gelebt.
Es haben alle überlebt, außer Hilde Meisel, die 1945 an einem Grenzübergang erschossen wurde und die man auch, die Biografie kann man auch in der Ausstellung lesen. Vielen lieben Dank, dass Sie hier waren und für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Ellen Kamerad, liebe Laila Kiefel, ganz herzlichen Dank für Ihre beiden Vorträge, die uns Themen nahegebracht haben, über die wir hier sehr wenig wissen. Französische Entwicklungshilfe für deutsche Erinnerungskultur tut wirklich gut. Meine Damen und Herren, der Livestream ist an dieser Stelle jetzt beendet.